Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir im Kanal. Heute möchte ich mit euch gemeinsam den Unterschied zwischen dem Flankierer-Perk und dem Gebirgsjäger-Divisionen-Perk in Anführungszeichen besprechen. Ja, das ist das heutige Video, schauen wir einfach mal rein. Im Endeffekt ist es die Frage aller Fragen, nehme ich die Division der Gebirgsjäger mit oder wähle ich zum Beispiel meine Standard-Infanterie-Division und nehme einen Perk, also in dem Fall eine Grundausbildung mit der Funktion Flankierer mit. Was viele nicht wissen, Flankierer funktioniert nur, wenn man sich bewegt. Das heißt, wenn man sich jetzt mal im Vergleich dazu die Gebirgsjägerfraktion oder die Division anschaut, dann ist es so, man ist ständig unsichtbar für das UAV. Das ist eigentlich das klassische Ghost. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte gerne einen stealthigen Modus spielen, aber dennoch möchte man nicht auf seine drei Perks zum Beispiel verzichten oder auf einen Schalldämpfer verzichten, dann empfiehlt sich natürlich das Flankierer oder die Flankierer-Grundausbildung mitzunehmen. Ich persönlich spiele sehr gerne mit diesem Perk oder mit dieser Grundausbildung, weil ich sage, ich bewege mich schon relativ häufig. Und ich zeige euch jetzt mal in einem kurzen Clip, wie das Ganze denn aussieht, wie man sich denn bewegen muss. Wann zählt das Ganze denn? Da gibt es einen kleinen Trick, wie man sehen kann, ob man auf der UAV erkannt wird oder eben nicht. Ich habe das jetzt mal für euch etwas vergrößert. Und zwar seht ihr oben links die Minimap. Die Minimap zeigt euch ja euch selbst mit einem Dreieck an. Und zwar dieses Dreieck ist im Endeffekt hellweiß, wenn ihr auf der UAV sichtbar seid. Wenn es dunkelgrau oder hellgrau ist, dann seid ihr unsichtbar für das UAV. Das heißt, in dem Moment, wo das UAV so durchpinkt und ihr bewegt euch nicht, seid ihr sichtbar. Aber man muss natürlich immer sagen, das ist ein, sag ich mal, schon ein sehr, sehr großes Glücksspiel. In dem Fall muss man natürlich darauf achten, in welcher Form man vorgeht und wie man sich bewegt. Wenn eine UAV oben ist und in dem Moment und der Ping läuft durch und man bewegt sich gar nicht, naja, das heißt natürlich, dann wird man auch gesehen. Aber man im nächsten Moment, wenn es wieder pingt, ist man vielleicht fürs UAV nicht mehr sichtbar. Das muss man für sich selber so ein bisschen rausfinden. Ich persönlich finde beides eine sehr, sehr gute Strategie zu spielen. Ich spiele zum Beispiel in Frei für alle sehr, sehr gerne mit der Gebirgsjäger-Fraktion und wenn ich Team Deathmatch oder sowas spiele, dann nehme ich das Flankierer-Perk dementsprechend mit. Ja, ich hoffe, dieses kurze, aber knappe Video hat euch geholfen, so ein bisschen besser zu verstehen, ob man eher in die Fraktion der Gebirgsjäger geht oder ob man die Grundausbildung des Flankierers mitnimmt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Underserial. Servus.